Jetzt haben wir alle wichtigen Punkte zusammengestellt und kommen damit zur Quantisierung. Wir haben also einen Rahmen gefunden von klassischen Theorien, die relativistische Physik einfach beschreiben können. Und diese Theorien sind in sich motiviert. Und die Frage, die wir jetzt haben, ist, was passiert, wenn wir solche Theorien quantisieren? Und um die zu quantisieren, benutzen wir das Rezept der kanonischen Quantisierung. Und zwar konzentrieren wir uns auf einen einfachen, speziellen Fall, nämlich wir quantisieren ein reelles Skalarfeld. Und um Verwechslungen zu vermeiden, wollte ich mal sagen, in diesem Kapitel hier werde ich was machen, was ich sonst eigentlich nie mache. Ich werde Operatoren mit Hut kennzeichnen und Nicht-Operatoren halt ohne Hut kennzeichnen, damit Sie klassische Größen und Operatoren gut unterscheiden können. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also alle Operatoren kriegen ab jetzt einen Hut und Größen ohne Hut sind also zahlenwertige Größen. Denn wir werden jetzt natürlich eine klassische Theorie quantisieren. Das heißt, in unseren Gleichungen tauchen ab und zu klassische Felder auf, Phi von x, die zahlenwertige Ergebnisse liefern. Und ab und zu werden Operatoren auftauchen, wie Quantenfeldoperatoren Phi Hut. Ab und zu gibt es auch vielleicht einen klassischen Ausdruck für den Impuls aus der klassischen Theorie P μ. Und dann könnte es geben einen Impulsoperator P Hut μ aus der Quantentheorie. Und das wollen wir unterscheiden. So. Also jedenfalls quantisieren wir jetzt ein reelles Skalarfeld. Das heißt, es gibt eine Feldgröße Phi und die ist auch noch reell. Phi gleich Phi Stern. Also eine kanonische Variable. Ein kanonisches Feld. Und die Lagrange-Dichte, die wir ansetzen, ist die einfachste relativistisch invariante Lagrange-Dichte für so ein reelles Feld, die sowohl Ableitungen enthält als auch Nicht-Ableitungsterme. Und die Ableitungsterme müssen Lorentz-invariant sein, das heißt, wir haben Ableitungsoperator d μ phi. Damit es Lorentz-invariant wird, brauchen wir mindestens zwei Ableitungen und das einfachste ist d μ phi mal d μ phi. Und der einfachste Term ohne Ableitungen wäre phi Quadrat und den Koeffizient nennen wir minus m Quadrat halbe. Das ist also einfachstes L mit Ableitungstermen. So, in der klassischen Theorie können wir jetzt mal ganz kurz zusammenstellen, was diese Theorie so liefert. Zum Beispiel, was ist die Euler-Lagrange-Gleichung für diese Theorie? Die Euler-Lagrange-Gleichung, wenn Sie dl nach d μ phi bilden und dann noch ableiten, dann bekommen Sie d μ angewendet auf die Feldstärke. Und dl nach d phi alleine gibt einfach m Quadrat mal phi. Das heißt, insgesamt bekommen wir d μ plus m Quadrat phi ist gleich 0. Und diese Gleichung ist die sogenannte Klein-Gordon-Gleichung. Die in anderem Zusammenhang auch in der relativistischen Quantenmechanik manchmal aufgeführt wird. Aber hier ist das die Bewegungsgleichung für diese klassische relativistische Feldtheorie. Okay. Dann können wir den kanonisch konjugierten Impuls mal uns verschaffen. Pi ist ja gegeben als die Ableitung von L nach Phi Punkt.
Wie hängt die Lagrange-Dichte von Phi Punkt ab? Hier steht eben Phi Punkt mal Phi Punkt, also die enthält 1/2 Phi Punkt zum Quadrat. Wenn wir nach Phi Punkt ableiten, gibt es Phi Punkt. Also das hier ist gleich Phi Punkt. Pi ist gleich Phi Punkt. Dann können wir uns auch die Hamilton-Funktion verschaffen auf klassischer Ebene H. Ist gleich das dreidimensionale Integral über die Hamilton-Dichte und die ist gegeben als Pi mal Phi Punkt minus die Lagrange-Dichte, allgemein also die Legendre-Transformation. Wenn wir das hier aber auswerten, was ergibt sich da? Da ergibt sich zunächst mal hier Phi Punkt und Pi können wir identifizieren. Das heißt, der erste Term ist schon mal Pi Quadrat einfach. Und in der Lagrange-Dichte, da können wir jetzt diese kinetischen Terme d μ φ zerteilen. Einmal in den Zeitableitungsterm, der ist dann auch 1/2 Phi Punkt Quadrat. Das ist 1/2 Pi Quadrat. Und dann gibt es hier die räumlichen Ableitungsterme. Also schreiben wir erstmal dieses hin, minus 1/2 Pi Quadrat, das heißt, da fällt was weg. Und dann minus die räumliche Ableitung zum Quadrat und hier minus mal minus gibt plus, haben wir also hier dieses räumliche Nabla Phi zum Quadrat, also Nabla Phi mal Nabla Phi. Und dann kommt der Phi Quadrat-Term mit anderem Vorzeichen, also plus m Quadrat halbe mal Phi Quadrat. Das ist also unser Hamilton, unsere Hamilton-Funktion. Hier steht letztlich 1/2 Phi Quadrat natürlich. So, damit haben wir die klassischen Größen für diese konkrete Feldtheorie zusammengestellt. Und jetzt können wir das Rezept der kanonischen Quantisierung anwenden. Das ist also ein Rezept aus einer klassischen Theorie, die durch den Lagrange-Formalismus beschrieben ist, eine Quantentheorie zuzuordnen, die dann die vorgegebene klassische Theorie als klassischen Grenzfall hat und die deswegen typischerweise physikalisch einigermaßen sinnvolle Eigenschaften hat. Kanonische Quantisierung. Ein Rezept, um sinnvolle, jedenfalls oft, aber nicht immer, Quantentheorien zu konstruieren. Mit dem gegebenen L als klassischen Grenzfall. So, da fordern wir mehrere Punkte. Das erste, was die kanonische Quantisierung fordert, ist, dass allen klassischen kanonischen Größen jetzt quantenmechanische Operatoren zugeordnet werden und die Poisson-Klammern aus der klassischen Theorie werden ersetzt auf Quantenebene durch Operatoren, bis auf den Faktor IH quer. Und das heißt jetzt konkret für uns erstmal kanonische Vertauschungsrelationen. Und die entscheidenden Vertauschungsrelationen sind die zwischen den kanonischen Variablen. Das heißt, erstmal das Allerwichtigste, damit fange ich an, Phi von x und t Kommutator mit dem kanonisch konjugierten Impuls, Pi an einer Stelle y, aber zur gleichen Zeit t. Dieser Kommutator ist gleich der Poisson-Klammer und die ist eben eine Delta-Funktion, verallgemeinert Kronecker-Delta. Und das ist jetzt IH quer, aber H quer ist gleich 1, also I mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von x minus y. Das ist der entscheidende, nicht verschwindende Kommutator
zwischen dem Operatorfeld und dem operatorkanonisch konjugierten Impuls. Und weitere Kommutatoren, ich lasse die Argumente mal kurzerhand weg, die Argumente sind immer die gleichen, Phi mit Phi oder Pi mit Pi, die verschwinden. So, das sind die kanonischen Vertauschungsrelationen, die den Poisson-Klammern entsprechen. Ja? Poisson-Klammer war einfach klassisch definiert, wenn Sie jetzt mal mit normalen Variablen rechnen, ist die Poisson-Klammer von A und B ist definiert als dA nach dQ mal dB nach dP minus umgekehrt dA nach dP mal dB nach dQ. Das sind Poisson-Klammern. Die sind also abstrakt definiert, aber wenn Sie da konkret einsetzen, Poisson-Klammer zwischen Q und P, dann gibt es hier eine 1 und hier eine 0, das heißt, das ist gleich 1. Poisson-Klammer von Q mit Q gibt gleich 0 und so weiter. Das können Sie also in jeder Theorie machen und die erlauben, manche Gleichungen sogar noch kompakter hinzuschreiben. Also zum Beispiel die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen aus der klassischen Theorie, die können Sie dann so schreiben, dass Sie sagen, Q-Punkt, das wäre normalerweise gegeben durch dH nach dP. Und das können Sie jetzt aber kompakt schreiben als Poisson-Klammer von Q mit H. Und das ist dann ein Ausdruck, der eben quantenmechanisches Analogon hat. Das ist jetzt die Heisenberg-Bewegungsgleichung. In der Tat, das wollte ich eben auch als nächstes aufschreiben. Denn nach den kanonischen Vertauschungsrelationen können wir die quantenmechanische Bewegungsgleichung, also die Zeitentwicklung, definieren. Und die machen wir im Heisenberg-Bild. Denn im Heisenberg-Bild sind die Operatoren zeitabhängig und die Zeitabhängigkeit der Operatoren ist genau durch das Analogon zur klassischen Hamilton-Gleichung gegeben, nämlich wir haben die Bewegungsgleichung I h quer, aber h quer ist gleich 1, also I d nach dt von irgendeiner Variable, zum Beispiel Phi oder auch Pi, ist immer einheitlich gegeben durch den Kommutator der entsprechenden Größe, entweder Phi oder Pi, mit dem Hamilton-Operator der Theorie. Das sind die Heisenberg-Bewegungsgleichungen. Und hierbei ist eben der Hamilton-Operator durch die klassische Hamilton-Funktion gegeben, in die Sie jetzt die operatorwertigen kanonisch konjugierten Impulse und Felder einsetzen. Also wortwörtlich diese Funktion hier, aber eingesetzt Pi-Hut und Phi-Hut. Und das Dritte, was im Prinzip sich von selbst versteht, aber was manchmal nicht trivial ist und ich deswegen extra aufführe, ist, diese ganzen Operatoren, die müssen natürlich auf irgendeinem Vektorraum definiert sein. Das heißt, sie müssen Definitionsbereich angeben. Das bedeutet physikalisch, dass wir einen Zustandsraum finden müssen, auf dem die Operatoren definiert sind und sich so verhalten, wie es hier steht. Auf dem dies alles gilt. So, und das ist unser Rezept und die Frage ist jetzt, was ergibt sich, wenn wir das anwenden?
Operator durch Ersetzen von den operatorwertigen Sachen ermitteln wollen? Was machen wir, wenn wir einen gemischten Term von P und P haben? Genau, da gibt es Operatorordnungsprobleme. Dann muss man sich für eine Reihenfolge entscheiden. Und der Unterschied zwischen zwei verschiedenen Reihenfolgen ist natürlich eine reine Zahl. Und reine Zahlen ändern die Kommutatoren nicht. Das heißt, die Gleichungen bestehen ja nur aus den Kommutatoren. So gesehen hat man da nicht wirklich ein Problem. Aber allgemeiner gesagt bedeutet diese Ordnungsambiguität natürlich das, dass dieses Rezept nicht eindeutig ist. Aber das ist nicht schlimm, denn niemand sagt uns, dass es zu jeder klassischen Theorie genau eine Quantentheorie geben sollte. Warum sollte es so sein? Wir haben einfach ein Rezept, was uns erlaubt, sinnvolle Quantentheorien zu definieren. Und es ist unsere Entscheidung, wie wir die Quantentheorie dann ganz genau definieren. Wenn wir Lust haben, können wir nachträglich alle Operatoren noch ändern, optimieren, wie wir wollen. Hauptsache, die entstehende Quantentheorie ist eine sinnvolle Theorie. Ich fange mal hier an. So, also wir wollen die Theorie quantisieren. Wir haben drei Gleichungen oder drei Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Und wir fangen mal an mit einem ersten Schritt. Schritt 1, die einfachste Gleichung, die wir uns hier überlegen können, ist die zweite, nämlich die Heisenberg-Bewegungsgleichung, die Operatoren erfüllen müssen. Also schauen wir erstmal an, was diese Heisenberg-Bewegungsgleichung konkret bedeutet und dann können wir die ganz einfach lösen. Löse 2. So, das heißt, ich schreibe mal auf, konkret I mal Operator Phi Punkt. Was soll die Zeitableitung von dem Operatorfeld Phi sein nach dieser Heisenberg-Bewegungsgleichung? Nach der Heisenberg-Bewegungsgleichung muss das ja sein, der Kommutator von Phi-Hut mit dem Hamilton-Operator. Und der Hamilton-Operator ist jetzt durch das gegeben, was hier oben steht. Wenn wir hier also den Kommutator konkret ausrechnen, dann gibt es vom Kommutator mehrere Terme. Es gibt einmal Kommutator von Phi-Hut mit 1,5 Pi-Quadrat, dann Kommutator mit diesem hier und Kommutator mit diesem hier. Fangen wir hinten an. Was ist der Kommutator von Phi mit diesem Term? Der ist natürlich 0, weil Phi mit Phi kommutiert. Der Kommutator von dem hier ist ebenfalls 0. Phi kommutiert mit Phi an jedem Raumpunkt und damit kommutiert es auch mit der Ableitung nach dem Ort. Also diese zwei Terme liefern dem Kommutator nichts, aber der Kommutator von Phi mit Pi, der ist definiert durch eine Delta-Funktion. Damit ist das nicht 0. Der Kommutator liefert dann letztlich 1 Pi mal der Delta-Funktion für das zweite Pi. Das heißt, der Kommutator ist gleich I mal Pi. Und damit
lautet unsere Heisenberg-Bewegungsgleichung Phi Punkt gleich Pi. Und das ist eine lustige Gleichung, denn die ist natürlich identisch zu dieser klassischen Gleichung hier oben, wo der kanonisch konjugierte Impuls definiert wurde über die Ableitung der Lagrange-Dichte. Das ist aber trotzdem keine Trivialität, denn das hier ist eine klassische Definition und das hier ist jetzt die Lösung einer quantenmechanischen Heisenberg-Bild-Bewegungsgleichung. Die Form der Gleichung ist aber identisch. Das heißt, wir sehen hier einen weiteren Vorteil des Heisenberg-Bildes, das gilt nämlich allgemein, dass eben im Heisenberg-Bild sich die klassischen Gleichungen einfach reproduzieren. Auf Operatorebene. Gut, schauen wir also auch das zweite an. Was ist die Zeitableitung von Pi-Hut? Das wäre also der Kommutator von Pi-Hut mit H-Hut. Das ist gleich, jetzt tragen hier der erste Term natürlich nicht bei, Kommutator von Pi mit Pi ist 0, aber Kommutator von Pi mit Phi ist eben nicht 0 und gibt minus I mal eine Delta-Funktion. Das heißt, der Kommutator mit diesem Phi-Quadrat gibt dann minus m-Quadrat mal Phi mal I. Und der Kommutator hiermit, da muss man die Ableitung durch partielle Integration noch ein bisschen umschaufeln. Und dann gibt es letztlich den Laplace-Operator angewendet auf ein verbleibendes Phi. Also erstmal minus I von dem Kommutator Pi mit Phi in der umgekehrten Reihenfolge und dann mal minus Laplace-Operator angewendet auf Phi-Hut. Minus, vielmehr plus, m Quadrat mal Phi Hut. Und das ist jetzt eine Gleichung, wo Raum und Zeit so ein bisschen nicht relativistisch auseinanderdividiert sind, aber wir können es wieder zu einer schönen relativistisch aussehenden Gleichung machen, indem wir das vorherige Ergebnis benutzen, nämlich Pi Punkt ist ja gleich Phi 2 Punkt. Und dann haben wir hier Phi 2 Punkt ist gleich das. Und welche Gleichung ist es dann insgesamt? Das ist insgesamt wieder die Klein-Gordon-Gleichung. Das heißt, was das hier uns sagt, ist, dass das gesamte Phi als Operator die Klein-Gordon-Gleichung Zeitableitung zum Quadrat minus Laplace plus m Quadrat angewendet auf den Operator Phi Hut ist gleich 0. Das heißt eben, wie gesagt, die Operatoren erfüllen dieselben Gleichungen wie die entsprechenden klassischen Größen. Bewegungsgleichung, wie klassisch. Das ist ein typisches Phänomen im Heisenberg-Bild und ist natürlich ein Vorteil des Heisenberg-Bildes. Schön. Die Klein-Gordon-Gleichung ist eine einfache Differentialgleichung, die man leicht erfüllen kann. Und daraus folgt, dass wir jetzt einen Ansatz, einen allgemeinen Ansatz für dieses Operator Phi hinschreiben können, der die Gleichung eben löst. Und dieser Ansatz passiert durch Fourier-Transformation. Was setzen wir an für unser Operator Phi von x? Oder trennen wir Phi von x und t? Ist gleich eine Fourier, ein Fourier-Integral d3p geteilt durch 2pi hoch 3 mal irgendeiner Normierungskonstante, zum Beispiel durch 2p0 im Nenner. Das ist aber nicht entscheidend. Aber dann machen wir hier einen allgemeinen Ansatz. Irgendein Koeffizient operatorwertig a Hut von p mal einer e-Funktion e hoch minus i px plus das hermetisch konjugierte dazu a Hut Decker von p mal e hoch plus i px. So, unter welcher Bedingung ist jetzt dieser Fourier-Ansatz eine Lösung der Klein-Gordon-Gleichung? Es löst die Klein-Gordon-Gleichung ganz genau dann,
wenn die E-Funktion hier die Klein-Gordon-Gleichung löst. Denn die X-Abhängigkeit steckt nur in der E-Funktion. Und genau wann löst die E-Funktion die Klein-Gordon-Gleichung? Die Klein-Gordon-Gleichung hierauf angewendet liefert den Vorfaktor hier p² minus m². Das heißt, die Klein-Gordon-Gleichung ist erfüllt, wenn das Viererquadrat von diesem p hier gleich m² ist. Das ist äquivalent dazu, dass die Nullkomponente hier in diesem Vierervektor p0 immer identifiziert wird mit p-Vektorquadrat plus das m-Quadrat. Genau dann ist die Klein-Gordon-Gleichung gelöst. Und diese gleiche Definition nutzen wir auch hier vorne, aber das ist wie gesagt nur eine unwichtige Normierung, die man auch in diesen Operatoren A absorbieren könnte. Okay, das heißt, das ist der allgemeinstmögliche Ansatz, der die Klein-Gordon-Gleichung löst und der simultan hermitisch ist. Denn wir hatten gestartet mit der Bedingung, dass wir ein reelles Skalarfeld haben. Der zugehörige Quantenoperator soll natürlich ein hermitischer Operator sein. Wenn wir also hier diesen Fourier-Ansatz machen, dann muss hier automatisch das hermitisch Adjungierte auftauchen. Ansonsten wäre das kein hermitischer Operator. Also das hier ist nötig, damit Phi hermitisch ist. Und hier, durch das hier, wird die Bewegungsgleichung gelöst. So, und diesen Ansatz kennen Sie natürlich von der letzten Stunde. Das war damals das Endergebnis von unserem kausalen Feldoperator. Und hier taucht jetzt genau die gleiche Gestalt auf als Lösung der Klein-Gordon-Bewegungsgleichung für unser kanonisch quantisiertes Operatorfeld. Aber wir wissen momentan noch nichts über diese Operatoren A-Hut und A-Hut-Decker, nur dass die halt irgendwelche Operatoren sind, die halt die operatorwertigen Fourier-Koeffizienten hier in dieser Entwicklung sind. So, und diese Operatoren können wir aber sogleich genauer einschränken, denn wir haben ja momentan nur die zweite Bedingung gelöst. Jetzt schauen wir uns die erste an, nämlich die kanonischen Vertauschungsrelationen. Wenn wir mit diesem Ansatz in die kanonischen Vertauschungsrelationen eingehen, dann kriegen wir logischerweise eine Bedingung an Vertauschungsrelationen von A und A-Decker. Und was könnte das wohl sein? Schritt 2. Wir müssen also A und A-Decker so wählen, dass die kanonischen Vertauschungsrelationen erfüllt sind. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir uns das sparen, das im Detail alles auszuxen, sondern ich behaupte einfach, dass durch eine gewisse längliche Rechnung wir rausbekommen, dass diese Vertauschungsrelationen äquivalent sind zu folgenden Vertauschungsrelationen von A und A-Decker. Rechnung liefert folgendes. 1 ist genau dann erfüllt, wenn die folgenden Kommutatoren gelten, nämlich A-Hut von P, Kommutator mit A-Hut-Decker von P' ist gleich eine Delta-Funktion bis auf Normierung 2Pi hoch 3 mal 2P0 mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von P minus P' und die Kommutatoren von A mit A mit beliebigen Argumenten und Kommutator von A-Decker mit A-Decker mit beliebigen Argumenten ist immer 0. Und jetzt haben die A- und A-Decker genau die gleichen Eigenschaften wie in der letzten Stunde. Das heißt, die Größe, die hier steht, ist genau gleich mit unserem kausalen Quantenfeld, was das letzte Mal das Endergebnis war. Kleine Abstimmung. Wollen Sie ein Beispiel-Kommutator vorgerechnet sehen? Oder wollen Sie gar kein Beispiel sehen?
Also manche schauen schon recht gequält, aber... Ich lese so aus Ihren Gesichtern gemischte Gefühle heraus. Ich würde sagen, rechnen wir einen Kommutator als Beispiel vor. Also ein Beispiel, machen wir das hier. Rechnen wir als Beispiel den kompliziertesten und wichtigsten Fall aus, nämlich den nicht verschwindenden Kommutator von Phi mit Pi. Also machen wir Phi am Raumpunkt x, aber zur Zeit t gleich 0, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, Kommutator mit Pi an der Raumstelle y und auch zur selben Zeit t gleich 0. Das rechnen wir mal aus. Und das soll i mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von x minus x' sein. Und da schauen wir mal, ob das stimmt mit diesem Ansatz. Das ist dann ein Teil der Äquivalenz. So, also wenn wir es einsetzen, dann haben wir hier erstmal ein d3p-Integral für Phi und dieses Integralmaß hier kürzt sich wie das letzte Mal ab mit dp-Schlange. Wir haben ein Integral dp-Schlange-Strich für das Pi, was ja die Zeitableitung von diesem Phi ist. Und dann haben wir Kommutatoren. Kommutator einmal von dem Integrant, der aus dem Phi stammt. Das wäre also a von p mal e hoch minus ipx plus a Decker von p mal e hoch plus ipx, Komma. Und jetzt der entsprechende Ausdruck für den kanonisch konjugierten Impuls. Und der ist die Zeitableitung von diesem Ausdruck. Was ergibt sich, wenn wir die Zeitableitung machen? Dann kommt hier ein Faktor minus ip0 nach vorne. Und hier kommt ein Faktor plus ip0 nach vorne. Das heißt, wir erhalten hier in dem Integranten im Kommutator minus ip' 0, denn die Integrationsvariable ist jetzt p' mal a Hut von p' mal e hoch minus ip' y, denn die Ortskoordinate von Pi ist y. Dann die Zeitableitung von diesem zweiten Term liefert plus ip' 0 mal a Decker mal p' mal e hoch plus ip' y. Dann ist der Kommutator fertig. Das ist unser Ausdruck. Jetzt haben wir also hier einen Kommutator von einer Summe a Decker mit einer Summe a Decker. Gibt insgesamt vier Kommutatoren. Und wir setzen ein unseren Ansatz für die Kommutatoren und dann bleiben natürlich zwei Kommutatoren übrig und zwei geben 0. A mit A gibt 0, aber A mit A Decker trägt bei und liefert eine Delta-Funktion. Und dann hier A Decker mit A trägt auch bei und liefert minus eine Delta-Funktion. So, und wenn wir das also, vielleicht ist es sogar geschickt, wenn ich das direkt hier unten drunter schreibe. dp Schlange, Integral. Ja, und was Sie vom letzten Mal vielleicht noch im Ohr haben, diese ganzen Normierungsfaktoren, die waren ja genau so gewählt, dass wenn Sie jetzt hier einen Kommutator AA Decker haben, dann liefert der eine Delta-Funktion multipliziert mit dem Vorfaktor. Und die Delta-Funktion und der Vorfaktor zusammen kürzen genau ein Integralmaß weg. Alle Zähler und Nenner fallen weg und
Als Ergebnis wird einfach die Integrationsvariable P' gleich P. Das heißt, das erste Ergebnis von dem Kommutator hier mit diesem Term gibt uns nur noch ein letztliches Integral dp' Lange. Aha, Decker sind weggefallen. Integral dp' Lange Strich ist weggefallen. Und was verbleibt, ist die E-Funktion hier. E hoch minus ipx. Und die E-Funktion hier, wobei p' gleich p geworden ist. Also kann ich hier schreiben, e hoch i p mal x minus y. Und dann mal ip' mal ip0. P' ist gleich p geworden, also mal ip0. So, und dann vom zweiten nicht verschwindenden Kommutator, das hier, Kommutator mit diesem Ausdruck. Das gibt jetzt minus eine Delta-Funktion, denn der Kommutator hat die andere Reihenfolge. Minus die Delta-Funktion, das kürzt ansonsten genauso das Integralmaß weg. Es verbleibt ein Integral über dp Schlange. Und es verbleibt minus mal minus gibt plus ip0 mal dem Produkt der E-Funktionen, also mal e hoch plus ip mal x minus y. So, zwei Terme, die fast gleich sind. Und in diesen beiden Termen gilt sogar, dass, hier schreibe ich es auf, diese E-Funktion hier, die ist gleich in Wahrheit, enthält die keine Zeitkomponente, denn x0 und y0 waren ja auf 0 gesetzt. Das heißt, das hier ist gleich e hoch plus i mal dem räumlichen Impuls multipliziert mit der räumlichen Differenz x minus y. Und hier entsprechend mit dem negativen Exponent. So, und dann haben wir einfach folgendes Integral. Ist gleich das Integral d3p geteilt durch 2pi hoch 3. Und jetzt passiert eben das, dass in dem Integralmaß sogar dieses p0 wegfällt. Hier im Integralmaß taucht zunächst p0 auf, aber hier im Zähler steht auch p0, das heißt, das fällt weg. Und es verbleibt einfach nur noch die mal 2 im Nenner. Und dann haben wir zwei Summanden im Zähler, nämlich e hoch minus plus i p räumlich mal x minus y plus die umgekehrte E-Funktion e hoch minus i p räumlich mal x minus y. Und jetzt haben wir hier tatsächlich eine ganz normale Fourier-Transformation in drei Dimensionen, und zwar eine Fourier-Transformation der 1-Funktion. Und die ist eine Delta-Funktion, eine dreidimensionale Delta-Funktion. Das heißt, was hier rauskommt als Ergebnis dieses Integrals, hier ergibt sich 1/2 mal eine dreidimensionale Delta-Funktion von x minus y. Und hier genau dasselbe, gibt insgesamt 2/2 mal eine dreidimensionale Delta-Funktion von x minus y. Und das i hier hatte ich leider vergessen. Das schreibe ich hier noch dazu, mal i. Mal i. Und daraus folgt das Endergebnis ist i mal 2/2, also 1, mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von x minus y. Und das ist genau das behauptete oder erwünschte Ergebnis. Das heißt, unser Ansatz für die Kommutatoren von A und A Decker ist so, dass in der Tat die gewünschte kanonische Vertauschungsrelation von Phi mit Pi gilt. Und alle anderen Vertauschungsrelationen können Sie auch ausprobieren und die gelten natürlich auch. Und es gilt eben sogar die Äquivalenz zwischen beiden Richtungen. Das stimmt also. So, damit können wir zusammenfassen, denn wir haben jetzt die wesentlichen Schritte erhalten und haben die kanonische Quantisierungsprozedur gelöst. Das heißt, wir können die Quantentheorie, die zu unserer klassischen Feldtheorie korrespondiert, charakterisieren. Praktisch die Gesamtlösung
der Quantisierung. Ist also, wir haben einen Operator Phi gefunden. Der alle Gleichungen 1 und 2 erfüllt. Der Operator Phi ist letztlich eine Fourier-Transformation von Operatoren A von P und A Decker von P. Und diese erfüllen Vertauschungsrelationen. A und A Decker erfüllen Vertauschungsrelationen, die hier unten aufgeführt sind, nämlich A, A Decker liefert eine Delta-Funktion und A mit A, A Decker mit A Decker gibt 0. Und diese Vertauschungsrelationen sind keine neuen Vertauschungsrelationen, sondern das sind genau diejenigen, die wir am Anfang in der letzten Woche hatten, nämlich als Relationen für Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Teilchenzustände auf einem Fockraum. Also die erfüllen Vertauschungsrelationen für Fockraum, Erzeuger und Vernichter. Und daraus folgt, dass wir jetzt die dritte Forderung auch erfüllen können, nämlich wir können einen Zustandsraum angeben, auf dem alle Operatoren definiert sind. Und dieser Zustandsraum ist eben genau der Fockraum der letzten Woche. Also ein Raum, auf dem es ein Vakuum gibt, Einteilchenzustände, Zweiteilchenzustände und so weiter. Und alle Zustände werden aus dem Vakuum erzeugt durch Anwendung der Erzeuger bzw. Vernichter. Dieser Zustandsraum ist wohl definiert und auf diesem Raum haben dann alle Operatoren eine wohl definierte Gestalt und die Gleichungen gelten. Der Zustandsraum ist also gleich der Fockraum aus unserem Kapitel 1.2. Und damit können wir grob zusammenfassen: die Quantisierung unserer klassischen Feldtheorie mit unserem reellen Skalarfeld liefert eben als Quantentheorie eine Theorie mit Teilchen, und zwar mit einem Fockraum von Teilchen, wo es Vakuum, Einteilchen und Mehrteilchenzustände gibt. Und die Teilchen entsprechen eben Moden oder Quanten von Wellenanregungen dieses Feldes. Also für Wellenquanten, und die kann man als Teilchen bezeichnen. Das ist natürlich schon hier eine wichtige Erkenntnis und ein Gegenstück zu dem Ergebnis der letzten Vorlesung, denn in der letzten Vorlesung waren wir eben gestartet mit Teilchen, hatten uns gefragt, wie kann man kausale Wechselwirkungen zwischen den Teilchen beschreiben. Die Antwort war durch kausale Feldoperatoren, das heißt Felder waren Werkzeuge, um Teilchenwechselwirkungen zu beschreiben. Hier starteten wir mit einer klassischen Feldtheorie, haben uns gefragt, was ist die Quantenversion davon? Die Antwort ist, es ist eine Quantentheorie von Teilchen. Das heißt, Felder und Teilchen sind letztlich zwei verschiedene Ausprägungen einer und derselben Sache. Aber einen Punkt muss man jetzt noch ganz kurz klären. Und da hoffe ich, dass die Zeit dafür noch ausreicht, um einen Punkt zu machen, denn ich hatte hier jetzt den Begriff Teilchen in den Raum geworfen, aber dazu gibt es eine charakterisierende Eigenschaft, die wir noch nicht bewiesen haben, nämlich die Teilchenzustände von damals
Das waren Zustände mit wohldefiniertem Impuls und wohldefinierter Energie. Das heißt, wir wussten damals, was passiert, wenn wir einen Impulsoperator auf so einen einteiligen oder mehrteiligen Zustand anwendeten. Und das wissen wir aktuell noch nicht. Und das können wir aber überprüfen. Das heißt, wir können uns unseren Impulsoperator in dieser Theorie verschaffen, ihn auf solche Vorkaumzustände anwenden und verifizieren, dass die Zustände tatsächlich Impuls und Energie tragen. Und wieso können wir das? Weil wir eben vorhin herausgefunden haben, wie man allgemein im kanonischen Formalismus Impuls und Energie definiert, nämlich über das Noether-Theorem als erhaltene Größen, integral über diese erhaltene Stromdichte. Das heißt, wir wissen genau, was in unserer Quantentheorie jetzt Impuls- und Hamilton-Operatoren sein müssen, können die konstruieren, anwenden und schauen, was rauskommt.